Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 1990er Trabant 601L. Und wir zeigen, wie dieses Auto zu echtem Kulturgut werden konnte und wie wenig man eigentlich braucht, um Kulturgut zu werden. Der Trabant zeigt uns, wie wenig man eigentlich braucht, um mobil zu sein, um auch jeden gleich zu behandeln. Das ist vielleicht so die letzte Rache des Kommunismus, mit der wir hier unterwegs sein können. Denn von 1964 bis 1990, mit wenigen Veränderungen, wurde der Trabant in dieser Form gebaut, der 601. Und eigentlich ist auch der P50, also der Urtrabant, schon ähnlich gewesen. Das ist quasi einfach nur die dritte Evolutionsstufe des P50. Und wir schauen mal, was kann der denn eigentlich so? Weil irgendwie ist das schon so ein Kultauto für viele und jeder kennt ihn und alle finden ihn erstmal zumindest okay. Und von daher schauen wir uns erstmal das Design an, den Innenraum, die Technik, fahren eine Runde. Das wird ein echtes Abenteuer für Tim und mich. Und am Ende gibt es dann auch einen Score. Ja, und die Optik ist halt erstmal, naja, man muss sich zurückversetzen, irgendwann N50er, Anfang 60er, als auch noch die Vorgänger vom 601 gebaut wurden, da war das in sich ein modernes Fahrzeugdesign, nämlich einen kleinen Motor einzubauen, quer, Platz für vier Erwachsene oder, naja, sagen wir mal besser, zwei Erwachsene und zwei Halberwachsene irgendwo zu bringen, ein relativ großer Kofferraum, nicht allzu hohe Verbräuche, das war passend. Gab es sowas damals schon als Kombi? Ja, klar. Da kann man universal einsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es gibt einen mit Kombi-Heck, die wurden dann aber in Merane gebaut. Also das ist so eine, dann hatte man die längste Produktionsstraße der Welt, hat man damals dazu gesagt, weil der Trabant an sich, gut, dass du mich ins Thema bringst, kommt ja aus Zwickau. Aber die Kombi ist, wie gesagt, in Merane gebaut und da mussten dann die Karossen immer von A nach B. Und das ist grundsätzlich immer viel schöner Produktionsaufwand gewesen. Und der Kombi ist echt, echt praktisch und universal nutzbar. Genau, an sich halt ein kleines, kompaktes Auto und super zeitgemäß. Man hat es halt nur nicht weiterentwickelt. Und das ist so ein bisschen das Problem davon gewesen. Ich kann auch hier quasi einmal easy rumgreifen, denn ja, er ist halt süße 1,51 breit und auch 3,51 nur lang. Das heißt, klassisches Kleinwagendesign bzw. kleine Wagenabmaße. Ganz schön auch die Scheibe, wenn wir bedenken, wie viel Flächen wir rund um die Scheibe haben und wie klein unsere Scheibenfläche selbst ist, inklusive dieser Regenrinne hier. So Regenrinnen haben bedeutet auch immer, man kann eigentlich ganz gut mit offenem Fenster fahren, ohne nass zu werden. Und das Design der Karosse an sich ist halt schon, naja, abenteuerlich. Allein schon die Tür, dass die Tür hier so ein Stückchen quasi höher geht als der Rest. Und hier unten kann man fast schon so einen ausgestellten Radlauf sehen. Das sowohl vorne als auch hinten. Und man ist halt super schnell von A nach B. Und immer wieder schön dazu die Türgriffe, die hier so leicht aufgesetzt wirken. Und dann, ja, wenn das zugeht, weißt du definitiv, dass es zu ist. So der allgemeine Mythos. Der Trabant ist ja die Pappe. Die Rennpappe, wenn es ein sportlicher ist, da kann doch nichts rosten. Und für die äußeren Bestandteile stimmt das. Das, ja gut, Pappe ist der falsche Ausdruck. Aber was hat man im Endeffekt gemacht? Man hat Harze genommen und Baumwolle und das Ganze miteinander verpresst bei gewissen Temperaturen und einem gewissen Druck für eine gewisse Zeit. Und dann bekommt man so ein Material, das auch ja, beständig ist gegenüber Temperaturen und Rücken. Das ist gutes Material quasi. Es hat halt ein paar Nachteile. Das eine ist recyclingfähig. Ist sowas nicht wirklich. Und das andere Thema ist halt, naja, wenn du in einer Automobilfabrik bist und du presst Blech, ist das simpel. Blech rein, Presse drauf, Blech raus, nächstes Blech rein. Da kannst du hunderte von Teilen in der Stunde machen. In so einer Presse ist das anders. Harz, Baumwolle, rein, Presse drauf, warten, Viertelstunde. Raus, abkühlen lassen, alles abkühlen lassen, nächstes Teil rein. Das heißt, du hast sehr lange Produktionszeiten. Und da wartet man halt auch schon mal 10 Jahre auf seinen Trabant. Trabant übrigens ja, was immer wieder will. 10 Jahre. Ja. Also es ist wieder die Frage, von welchem Zeitraum wir sprechen. Aber 10 Jahre ist in der DDR keine unübliche Wartezeit gewesen, egal für einen Trabant oder für einen Wartburg. Und du musstest das Geld hinlegen wahrscheinlich?
Ja, das Geld ist nicht das Problem gewesen. Das Geld hatte man. Eher ist halt das Thema, dass du warten musstest. Deswegen waren Gebrauchtwagen zum Teil auch teurer als Neuwagen. Weil einen Gebrauchtwagen kriegst du jetzt. Und den kannst du jetzt benutzen. Wenn du jetzt ein Auto bestellst, kriegst du in 10 Jahren. Ist halt ein bisschen blöd. Das heißt, wenn ein Kind eingeschult wird, musste man sich schon ein Auto bestellen. Damit er dann... Ist halt eine andere Zeit gewesen. Und aber diese Produktionsverfahren zeigen halt auch, warum das nicht so ideal war. Das bedeutet wieder niedrige Stückzahlen, dann hast du kein Geld für Entwicklung. Entwicklung war noch politisch nicht gewollt. Willkommen beim Trabant. Ja, ein Trabant ist natürlich der Begleiter, der mit einem unterwegs sein soll und erinnert auch wieder an das russische Sputnik. Und das ist auch so genau diese Sputnik-Ära gewesen, von der wir hier sprechen. Wobei klar, der hier mit Jahr 1990 ist da so ein bisschen eine Ausnahme. Was halt wirklich praktisch beim Trabi ist, ist rein nüchtern betrachtet das Kofferraumvolumen. Das heißt, wenn ich hier einmal aufmache, Moment, so, dann haben wir hier stolze 420 Liter Kofferraumvolumen. Ja, bist du aber ordentlich durchs Gestrüpp gekommen. 420 Liter sind wirklich viel für ein Auto, was nur 3,50 Meter lang ist. Das heißt, man kann ja auch sein Ersatzrad hinstellen, kann hier so ein bisschen Werkzeug und Co. mitnehmen, auch das wunderschön im stilechten NVA-Look. Aber hier, die Öffnung ist halt winzig. Also wenn man es wieder so mit einem Arm vergleicht, das ist ja eine Elle lang, aber nicht viel mehr. Das heißt, es muss halt alles hier durchpassen. Aber an sich, wie gesagt, geht da schon gut was weg. Auch auskleiden und Co. muss man da nicht wirklich. Wenn man jetzt halt ja einen Trabant Universal hätte, dann würde hier schon wieder deutlich mehr reinpassen. Ja, und was wir vorhin halt gesagt hatten, rund um das Thema Rost, also ja, dieses Kunstharz-Baumwollgemisch kann natürlich nicht rosten. Wenn ich dann aber irgendwo Bleche habe, Bleche rosten gerne mal und vor allem auch unter ja, diesen Pappmaterialien ist halt auch Blech. Das heißt, das Schöne ist, dein Trabant rostet, aber du weißt es nicht und du kaufst einen Gebrauchtwagen und du weißt einfach nicht, dass er gerostet hat. Ach, macht das Spaß. Gut, hier hinten, was sehen wir da noch? Ja, nichts modern Motorsportliches, kein Diffusor oder irgendwas. Eine klassische Stoßstange, um irgendwo dagegen zu rollen. Wir sehen auch, wir haben keine Rückfahrscheinwerfer, keine Rückfahrleuchte, keine Nebelschlussleuchte. Alles Extras. Alles Sachen, die der hier nicht hat. Und dazu natürlich auch ja, unsere monströse Abgasanlage für den Zweitakter. Und stilecht Schmutzfänger. Sowas gehört auch einfach mit dazu. Das Reifenformat, ja, ich guck mal, ob wir es auf die Schnelle sehen, ist natürlich ja auch einfach gigantisch, was wir hier haben. Ah. Ja, 5,2 Zoll. Das ist 5,2 Zoll. Auf jeden Fall so. Es ist einfach eine andere Zeit, in der wir hier unterwegs sind. Das ist wirklich schön. Ich versuche eigentlich nur die Zeit möglichst lang zu gestalten, bis sie mich zwingt, einmal auf die Rückbank zu gehen. Das heißt, man kann den Sitz hier einmal ganz nach vorne fahren. Und auch nach vorne klappen. So. Ach, ist das toll. Dann schwingen wir uns hier einmal rein. Euch wird übrigens aufgefallen sein, das Dach dürfte eigentlich gar nicht weiß sein, denn nur der S Deluxe oder ja, die Top-Ausstattung hätte ein weißes Dach gehabt. Bei dem musste das zwischenzeitlich mal geändert werden. So, dann im ersten Moment. Kennst du euch diese Figur? Nein. Das kommt so aus dem Tschechischen und ist damals auch im Ostblock sehr beliebt gewesen. Das ist dieser klassische, tolle Maulwurf. Ich finde den toll, habe ich auch einen zu Hause. Das gehört in so ein Auto mit rein. Und dann sitzt man hier, sofamäßig, schön weich, auch an den Seiten gut ausgekleidet. Das Problem ist jetzt halt nur, da wo meine Beine sind, ist hier drüben ein Sitz. Das heißt, um 4 Erwachsene irgendwie hier reinzukriegen, muss man sich halt schon so ein kleines bisschen mögen, damit das Ganze funktioniert. Und wenn ich jetzt den Sitz einmal nach hinten klappe, dann siehst du, könnte da vorne jetzt nicht so wirklich jemand fahren. Das heißt, das Platzangebot ist für die heutigen Verhältnisse schon ein bisschen beengt. Andererseits für 3,50 Meter ist es auch okay. Gurte habe ich hinten keine. Kopfstützen habe ich keine. Ich habe auch irgendwie keine Verkleidung im Dachrimmel und so. Das sind alles unnötige Extras, die das Auto nur schwer machen würden. Das Einzige, was ich hier hinten habe, ist ein Ascher. Naja, das sagt halt wirklich schon sehr viel über den damaligen Zeitgeist und wie sehr man auch schon wieder hinten an der Rückleuchte gefühlt, wenn keine Scheibe da wäre, könnte ich von hier zur Rückleuchte greifen. Ich könnte euch auch von hier jetzt die ganzen Funktionen von ja, vorne, vom Cockpit selbst erklären. Zu dem kommen wir aber gleich mal. Und da merkt man halt einfach, ja, dass 1990 es nicht nur voll ausgestattete Mercedes S-Klassen gab, wo man sich schon beschwert hat, dass sie jetzt zu viel Ausstattung haben, sondern es gab auch sowas. Und hier sind wir echt fix durch. Ach, Trabant hält auf jeden Fall jung, würde ich sagen.
mit sowas wie Einstiegsleisten brauche ich ja gar nicht erst ja so wirklich anzufangen. So ein Zentimeter rück und mal noch nach hinten. Ja, es hat so ein bisschen eine andere Zeit und ein anderes Gefühl. Allein schon jetzt wieder dieses sitzig, fertig. Dass ich einen Gurt habe, ist an sich schon eine Besonderheit. So. Und dann ja, die Bedienvielfalt. Das heißt, wir haben einen Fensterheber, was gleichzeitig auch meine Klimaanlage ist. Es gibt ein kleines Ablagefach an der Tür, das so eine schöne Mischung aus ja, Braun und NATO-Oliv irgendwie mit sich führt. Dann hat man hier auch so dieses Ablagebrett. Und das fühlt sich alles so an, man sollte es nicht ewig belasten. Das Handschuhfach ist aus Pappe und wird relativ teuer auch mitgehandelt. Dann hat man hier das Tournee-Radio mit dabei. Warnblinklicht, jetzt hier die Nebel, die wir vorne gesehen haben, können wir anmachen. Wir haben ein Tacho, ich kann mein Licht anmachen. Hier habe ich meine Scheibenwischer als Funktion und meine Scheibenwischanlage. Hier muss ich halt selber pumpen. Das heißt, ich muss immer wieder diesen hier machen, damit die Flüssigkeit kommt. Es gibt keine Pumpe, die das für mich macht. Die Pumpe bin in dem Moment ich. Lenkrad ist auch simpel. Es gibt keine Multifunktion. Es gibt nur zwei Speichen. Man kann alles gut sehen. Ist kein Problem. Auch sowas wie Blinker gibt mir jetzt keine Rätsel auf. Und dann die Schaltung. Und die werden wir beim Fahren gleich mal ausprobieren und uns ein bisschen dran gewöhnen. Also da, klar, es gibt einen klassischen Handschalter mit vier Gängen. Das ist jetzt erstmal kein Problem. Nur meine Hand schaltet halt hier und nicht hier unten. Das bedeutet, ich kann immer sehr offen mit meinem Beifahrer füßeln. Der Beifahrer kann auch eigentlich gut Gas geben, weil das Gaspedal ist exakt in der Fahrzeugmitte ausgerichtet. Ja, das ist halt ein Fahrzeug für alle und für jeden. Handbremse hier, auch das einfaches Metall, bisschen Lack drüber, zack, fertig. Und der Teppich ist so einfach sehr elegant drum herumgeschnitten. Und dann sind wir mit den Funktionen im weitesten schon durch. Vorne gibt es auf der Scheibe noch einen sehr stilvollen IFA-Aufkleber. Und man weiß ja, wer IFA fährt, fährt nie verkehrt. Das ist so das Grundmotto, mit dem man hier einfach an die Sache rangehen muss. Hinten gibt es auch noch ein paar Halteschlaufen, die hatte ich euch leider vorenthalten. Und dann habe ich diese wunderschönen, stilechten kleinen Spiegel. Die sind halt ja strömungsoptimiert, damit ich auch hohe Geschwindigkeiten erreichen kann. Brauchte man damals zwei Spiegel? Ich dachte nur einen eigentlich. Nee, man brauchte nicht zwingend zwei. Es gab auch bei vielen Autos den zweiten Spiegel nur als Option, aber wir haben ja hier einen gut ausgestatteten Trabant. Was wir übrigens auch noch haben, ist das hier. Das ist so für dich eigentlich. Siehst du das? Multimedia. In Multimedia nicht, aber das sind so Anzeigen mit LEDs. Weißt du, was das hier macht? Die Außentemperatur anzeigen. Mhm. Guck mal, das sind vier grüne und dann drei gelbe LEDs. Also LEDs, nicht Leuchtpunkt. Schaltpunktanzeige? Das ist meine momentan Verbrauchsanzeige. Krass. Ja. Das heißt, da sehe ich, wie ökonomisch ich gerade unterwegs bin. Und hier ganz links wird es noch den Choke geben. So viel wieder zum Thema ökonomisch unterwegs sein, damit der klassische Zweitakter lebt. Wir sehen, unser Tacho geht bis 120. Ich habe kein Drehzahlmesser oder irgendwie sowas. Und hier unten habe ich dann die Einstellung für meine Heizung bzw. den Benzinhahn. Und da ist halt die Besonderheit, wir sehen, es gibt keine Tankfüllanzeige. Das heißt, ich fahre ihn und wenn ich merke, oh, er kriegt nichts mehr von dem guten Saft, kann ich hier auf Reserve nach ganz links drehen. Und wenn ich auf Reserve drehe, habe ich nochmal so, sagen wir mal um die 6 Liter. Das heißt, da komme ich dann schon nochmal bis zur nächsten Tankstelle ohne Probleme. Aber das ist halt ein anderes, ich habe keine Temperaturanzeigen, kein gar nichts in diesem Fahrzeug. Natürlich, klar, wir haben hinten einen Ascher gesehen, es gibt auch hier einen Ascher. Der so, damit ich immer schön mit ausgestreckter Hand, damit es auch ganz vorne im Fahrzeug der Ascher ist, damit es sich schön im Raum hier verteilt, damit wirklich jeder auch was davon hat, wenn man damit unterwegs ist. Auch diese. Ja, alles bei diesem Fahrzeug hat ein gewisses Geräusch, wenn man es schließt. Hier vorne ist halt man direkt immer am Rathaus, deswegen die Pedale so reinversetzt und deswegen hat man auch so ein bisschen ein ungewöhnliches Sitzgefühl sozusagen. Gut, was halt ein bisschen ungewöhnlich ist für 1990, da müssten wir eigentlich Kopfstützen und ähnliches haben. Anscheinend ist die Geschichte von dem Fahrzeug so, dass man einfach ja am Ende vom 601 quasi alle Reste, die man noch hatte, zusammengekehrt hat und in die Trabants eingebaut. Das wirkt auch ein bisschen so, wobei ich halt diese Zweifarbigkeit zwischen diesem Stoff und dann hier oben diesem Kunstleder, wobei eigentlich hat es nicht mal den Begriff Kunstleder, wobei so schlecht ist es gar nicht, ist echt eigentlich ganz schick und man sitzt auch ganz bequem. Es hat halt nur mehr so die Atmosphäre, die ich zu Hause an dem Esstisch haben will oder so. Das ist jetzt keine, ich fahre wirklich Auto. Das fühlt sich auch alles nicht sicher an. Und dabei stehen wir nur. Das ist beeindruckend. Nee, ich glaube, Crashtest war auch nicht sicher, oder?
Crash was? Wobei man eins sagen muss, also die Autos wurden ja gecrashed und sie wurden zum Beispiel auch mit einem Golf 1 und Golf 2 gecrashed und man muss sagen, dass er besser abgeschnitten hat als gedacht, was zum Teil aber auch halt an der Beplankung aus dem Kunstharz liegt. Das hat besser funktioniert und besser die Energie aufgenommen, als man das dachte, weil ja bei den damaligen Fahrzeugen war es so, dass du oft Metallteile gehabt, auch zum Teil auch Motoren, und die sich in das Fahrzeuginnere reingeschoben haben, auch Lenksäulen und ähnliches. Und hier ist es halt so, das ganze Zeug splittert einfach in seine Einzelteile weg, ist also Kunstharz, und das funktioniert dadurch für Crashs besser, als man denkt. Aber nein, wir haben natürlich nichts wie ein Airbag, wir haben auch hinten keine Gurte, wir haben keine Kopfstützen, also Genickbruch garantiert, wenn man zu schnell wäre. Naja, aber womit man hier schnell wird oder eben auch nicht, schauen wir uns jetzt einmal vorne an. In diesem linken Kästchen hier gibt es ganz vorne den Hebel zur Entriegelung. Das ist so die normale Kraft, mit der ich ziehen würde. Das reicht nicht. Du musst das Gefühl haben, dass du ihn gleich in der Hand hast. Dann hat man ungefähr so doll gezogen, wie es notwendig ist. Und heutzutage wird man irgendwelche Entriegelungen und so weiter suchen. Aber das war halt eine einfachere Zeit. Da macht man einfach auf und fertig ist das Ganze schon. Ja, und da haben wir den Kraftprotz, das Aggregat. Naja, also wir haben in der Variante hier, was schon einer von den späteren ist, ein ganze 26 PS und 53 Newtonmeter. Das klingt jetzt nicht nach gigantisch viel. Wir sehen aber auch, dass das Eigengewicht dort mit 615 Kilo angegeben ist. Und ja, je nachdem, wo die Angaben sind, also um die 600 Kilo wiegt so ein Trabi. Das ist durchaus okay. Dadurch schafft man es auch auf seine 100. Das würde jetzt auch bedeuten, dass wir einen Beschleunigungswert 0-100 angeben müssten. Aber das ist eine reine Fantasie. Also es hängt sehr von der Motivation und den Umgebungsvariablen ab. Es ist grundsätzlich schaffbar. Genauso auch wie der Verbrauch für in der heutigen Zeit zu messen. Werden die Trabants ja meistens sehr entspannt bewegt. Dadurch ist der Verbrauch auch niedriger als gedacht. Grundsätzlich ist dieser Zweitakter halt eher durstig und auch nicht so umweltfreundlich. Was fliegt hier eigentlich die ganze Zeit um mich rum? Und ja, also man könnte denken, 600 Kilo, das Ding verbraucht doch gar nichts. Nein, nein, er verbraucht deutlich mehr, als du jetzt denkst. Das ist halt einfach so das Konstruktionsprinzip. Dann haben wir innen gesehen, eine Tankfüllanzeige gibt es nicht. Ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Das heißt, ich darf jedes Mal hier rüber wandern, darf dann, wenn meine Hände nicht so rutschig wären, ach du je, jetzt habe ich kein Tuch dabei. Ich muss dann also trockene Hände haben und ein Tuch, drehe das Ganze auf, habe dann hier einen Peilstab, setze den Peilstab rein und hier steht quasi die Literangabe. Die geht bis 24. 24 wäre quasi komplett voll und dann weiß ich, wie viel noch in meinem Tank drin ist. Man sieht auch hier zum Beispiel auf manchen Flächen, das sind wahrscheinlich Produktionsdaten, 0390, also wahrscheinlich März 1990. Auch hier steht nochmal Baujahr 1990, Rahmentyp P601, Trabant P601L. Also alles ja ganz gut beschrieben. Und hier vorne... Ja. Du musst ja hier manuell auf Reserve umschalten, gell? Ja. Ja. Das heißt, Tank geht leer, du gehst auf Reserve und gehst so, tanken. Und gehst tanken. Ja. Oder du weißt vorher, dass, ach, ich habe nicht mehr so viel und gehst einfach tanken, ohne auf Reserve zu schalten. Ja. Das sind so die Optionen, die du hast. Und hier sieht man halt auch noch so ein bisschen Technik zum Anfassen. Also sowohl das Gebläse, Motor an sich, klar. Ich sehe aber auch meine Plattfedern. Ich sehe auch sowas wie das ganze Thema Lenkung. Ich kann auch gefühlt von hier oben mein Fahrwerk kontrollieren. Durchaus praktisch. Apropos Fahrwerk und Lenkung. Wir sind ja auch halt in der Zeit unterwegs, wo noch alles abgeschmiert werden muss. Das heißt, ich muss immer ordentlich Fett reinpressen, damit das Ganze noch so funktioniert, ja, wie es eben auch funktionieren sollte. Man sieht auch hier dieses komische Konstrukt. Worum geht es da eigentlich? Das heißt, ich habe einmal Frischluft. Das heißt, frische Luft geht da rein Richtung Innenraum. Oder ich kann halt die Luft anwärmen lassen durch meinen Motor und habe dann meine Heizungsluft, die auch in den Innenraum geht, damit mir nicht ganz so kalt wird im Innenraum. Bedeutet aber halt, wenn ich im Winter fahre und ich keine Motorlast habe, habe ich auch keine Temperatur, die irgendwo mit reinkommt. Dann haben wir hier das Mischwasser, was ich dann, wie ja, eben schon beschrieben, halt mir händisch mit pumpen kann. Auch eine Batterie muss dann halt ein bisschen kleiner sein. Und wichtig ist immer, dass elektrische Anlagen vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. Ja, und da tut es halt so ein Kunststofflappen und das ist ab Werk so. Ach, das passt schon. Wir haben es gegen Wasser geschützt. Ja, also, was habe ich hier sonst noch so an Besonderheiten? Wir haben einen Zweitakter, das heißt, ich muss einen
Öl-Benzin-Gemisch fahren. Und ja, am Anfang war es so, dass ich mit 1 zu 33 fahren sollte. Bei den späteren, wie hier, wurde halt auf diese Nadellage umgestellt. Dann hatte ich 1 zu 50. Man kann sie auch ein bisschen fetter fahren, aber die 1 zu 50 ist quasi die Maske. Das heißt, auf 50 Liter Benzin, beziehungsweise quasi auf zwei Tankfüllungen, kommt ein Liter Öl mit. Das heißt, auf eine Tankfüllung hier muss ein halber Liter Öl mit rein, damit ich einfach die Schmierung gewährleiste. Muss man halt einfach so ein kleines bisschen mit beachten. Genauso auch, wie dass wir eine Pendelachse hinten haben. Pendelachse bedeutet immer, ich habe da viel Bewegung drin, was für abenteuerliches Fahrvergnügen sorgen kann. Hier haben wir die Blattfedern vorne. Es gab auch Blattfedern hinten, wurde aber dann so Mitte der 80er mal getauscht gegen Schraubfedern. Das heißt, wir haben schon einen mit Schraubfedern für deutlich moderneres Fahrverhalten. Was auch 83 getauscht wurde, ist die Bordelektronik. Die wurde von 6 auf 12 Volt umgestellt. Das hat dann noch solche Sachen wie Heckscheiben, Heizung und ähnliches ermöglicht. Alles Optionen, die man hier nicht unbedingt ziehen muss. Aber er hat schon das 12 Volt Bordnetz. Und was es dann auch gibt, ja, da gab es am Anfang quasi für jedermann, am Ende nur noch tatsächlich für Menschen, die eine Behinderung haben, ist eine Hygomatik. Ernster Blick vom Tim. Ja, genau, es gibt eine automatisierte Kupplung. Das heißt, ich habe das normale Schaltschema, aber die Kupplung wird quasi für mich betätigt. Konnte man am Anfang bestellen, am Ende, wie gesagt, musste man halt eine entsprechende Behinderung haben, dass es rechtfertigt, dass ich nicht selber kuppeln kann. Ist also auch eher ja, weniger verbreitet. Man würde jetzt aber auch nicht irgendwelche Luxus-Features wie Automatik hier erwarten. Grundsätzlich, wenn man sich einen anschaut, muss man halt bedenken, klar, diese schönen äußeren Teile können es mal locken, weil es da keinen Rost gibt, aber alles, was drunter ist, ein Blech, kann rosten. Und dieses Blech hier, ist das verzinkt? Nein. Das ist grundiert. Nur grundiert. Da ist nicht mal Lack über dem Blech. Und nur grundiertes Blech irgendwo mit an Bord zu haben, ist halt äußerst mutig. Und wie gesagt, oft merkt man es halt erst, wenn es zu spät ist. Grundsätzlich, klar, es wurden viele Trabants gebaut. Es gibt eine relativ große Fanszene, dadurch kommt man auch an alle Teile ran. Nur das ein oder andere wird halt ein bisschen teurer. Tja, jetzt wird es für uns aber eigentlich mal ganz abenteuerlich. Denn wir drehen jetzt eine Runde. Und egal, ob es das Schaltschema ist oder die Tatsache, dass es ein Zweitakter ist oder wer eine Blattfeder vorne hat. Es gibt hier einfach so viele Dinge, die vom Standard abweichen. Und von daher würde ich sagen, wir probieren es einfach mal aus. Man sagt ja oft, weniger ist mehr. Aber ich glaube, in dem Fall ist weniger einfach weniger. Sind wir unterwegs im Trabant, ein Auto, das so eng ist, dass wir den Superweitwinkel anmachen mussten. Und wenn man sich noch mal so eine Sekunde dran gewöhnt hat, geht diese Schaltung eigentlich ganz easy. Das heißt, wie ist denn da das Schema? Ich habe die mittlere Position, unten die 1, oben die 2, zu mir rangezogen, 3 und 4 und ganz hinten unten der Rückwärtsgang. Wichtig dabei ist halt, wenn ich ihn rollen lassen will, muss ich das im vierten tun, da habe ich einen Freilauf. In den anderen Gängen sollte ich ihn besser nicht rollen lassen, sondern einen Leerlaufwechsel, einen Kupplung treten, einfach um die Schmierung vom Motor zu gewährleisten. Und Tim, was ich bei der Technik gar nicht erzählt habe, also vorm Losfahren wichtig erstmal Benzin an aufdrehen. Kennst du eigentlich die Benzinpumpe von dem Fahrzeug? Nein. Das ist die zuverlässigste Benzinpumpe aller Zeiten. Das ist, die nennt sich Schwerkraft. Ah. Deswegen, der Tank ist oben und der Sprit läuft runter. Ja. Und die funktioniert immer. Ja. Und es sind halt diese einfachen Lösungen, aber so an sich, er fährt nicht so schlecht. Vor allem dieses Kurvenverhalten, du hast gemerkt, schon die eine oder andere Kurve, da geht man bewusst spritzig durch. Und da kann man auch selbstbewusst Rennpappe sagen. Das fahren wir auf der 70er-Zone mit unseren 80 was zu. Also, es ist schon flott. Nur zeitgigantische Beschleunigung braucht man nicht erwarten. Und man fühlt sich immer so ein bisschen, also man holt alles raus. Ja? Drehzahlmesser und Co. gibt es nicht, aber ich kann meine 70 fahren mit nur grünen LEDs. Das heißt, wir sind ökonomisch unterwegs. Wenn ich jetzt halt ein bisschen mehr beschleunige, also bei 80 kommen wir in den gelben Verbrauchsbereich. Ich kriege sehr viel Rückmeldung von der Straße, sehr viel Rückmeldung akustisch, auch dadurch, dass diese Gebläse vorne mitläuft und so. Also der Trabant ist bekannt für seine Nebengeräusche, die er da so erzeugt. Es gehört halt irgendwo zu diesem Lebensgefühl mit dazu. Was man ja erwarten könnte, dass ich irgendwie eine schwergängige Lenkung oder ähnliches habe, aber das ist super leichtgängig. Und ja, aufgrund des geringen Gewichts weiß ich immer auch ja, ganz genau, was das Auto tut. Also der ist sehr, sagen wir mal, mitteilungsam. So, wenn man dann mal langsamer wird, merkt man erstmal, ja, wie laut das eigentlich vorher im Auto war. So, und dann hinten und unten. Und zack, sind wir auch schon im ersten. Und dann kann es theoretisch losgehen.
hat er diesen klassischen Trapezer. Und die Schaltung, wie man sieht, ja, ist wirklich sehr simpel. Also da brauche ich jetzt keine große Kraft oder ähnliches. Also es gibt Autos, ja auch die wir schon gefahren sind, so aus den 60ern zum Beispiel mit Lenkradschaltung, die durchaus ein bisschen Kraft und Übung erfordert. Und das gehört hier halt durchaus schon so zu den einfacheren Aufgaben aus der damaligen Zeit. Wobei man sagen muss, da ist Autos von 1990. Und deswegen hat Tim auch eben völlig zu Recht gefragt, ja, warum hat man denn 1990 sowas noch verkauft? Man muss sich immer wieder den eisernen Vorhang sozusagen vor Augen führen. Und wenn du in der DDR warst, dann konntest du dir keinen Golf 1 bestellen oder irgendwie sowas, sondern du hast genommen, was du kriegst, mit Glück im Wartburg, ansonsten halt ein Trabant, fertig war es. Vielleicht noch irgendwas aus den Bruderstaaten, was es gab, und fertig. Wahrscheinlich bin ich auch gar nicht so gut, es zu verstehen, weil der Trabant einfach lauter ist als wir. Aber ich muss sagen, so zum Dahingleiten ist das schon ganz gut. Wenn ich jetzt halt an sowas wie Sicherheit oder ähnliches denke oder Fahrkomfort, nee. Und der Besitzer vom Fahrzeug, Respekt an dich, einfach mal so, ja, ich fahre nach Österreich damit, ich fahre zum Wörthersee damit und ähnliches. Das sind halt wirklich lange Strecken, da muss man leidensfähig sein. Und man muss sich mit dem Fahrzeug auskennen und es wird immer irgendwo eine Kleinigkeit dran sein. Man muss das Ganze einfach leben. Denn ich bin jetzt schon nach 2 Minuten Tempo 70 fahren, eigentlich so, dass ich sage, naja, so leiser wäre schon cool. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, aber mach doch mal die Scheibe zu. Sorry, Tim, für dieses mutige Manöver. Viel besser wird es jetzt auch nicht. Wie ist das so für dich? Du bist noch nie Trabant gefahren oder gut gefahren? Nein, ich bin noch nie Trabant gefahren. Es ist laut. Und unkomfortabel. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich meine, alle Menschen meinten zu mir heute, ja, du wirst sehen. Na, so schlimm ist es gar nicht. Also wenn wir jetzt hier lenken, merkst du, wir haben mitten diese Pendelachse. Und wenn ich jetzt was Unüberlegtes tue, dann macht doch der Trabant unüberlegte Sachen. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht herausfordern möchte. Und du merkst, er ist da sehr sensibel bei Lenkbefehlen. Das liegt halt auch an dem Reifenformat, was wir haben. Also das ist was, auch das. Ich vermute, wenn du hier zu stark lenkst, schmeißt du das Auto einfach, oder? So, und jetzt ist aber wieder so der Punkt, wenn ich bremse, es passiert ja erstmal nichts. So, und dann irgendwann setzt die Bremswirkung ein. Also das ist... Also das Bremsgefühl ist, glaube ich, das, woran man sich auch mit am meisten gewöhnen muss. Die Schaltung, wenn man das Layout einmal drauf hat, geht echt ganz gut. Der Vortrieb ist auch in Ordnung. Die Lenkung geht leicht dadurch, dass das Auto leicht ist. Aber dieses Bremsgefühl, eieieiei. Also das, ja, muss man halt irgendwo wollen. Zumal man halt auch, dadurch, dass es ein Zweitakter ist, jetzt, ich sag mal, weniger mit Motorbremse arbeiten kann. Weil dann hast du wieder keinen Sprit, der reinkommt, außer du bist im vierten. Ja, und dann ist halt wieder das Problem, okay, du bist also im Leerlauf und dann musst du also ohne Motorbremse hier runterkommen und das, ja, Bremskraftverstärker. Ja, der Jan Ulrich in mir muss hier irgendwie, ja, für die Verzögerung sorgen. So, und dann drehen wir hier einmal um. So. Ich vermute mal, ABS gab es auch noch nicht, oder? Nee. So, ne? Können wir mal ein bisschen? Schafft man, da muss man aber wirklich Bock drauf haben. Oder man kann auch mal versuchen, oben Dachgepäckträger ab, leicht bergab. Heute peilen wir mal eine 110 an. Aber das ist halt wirklich schon so eine, ja, Sache, die man arg wollen muss. Und ich finde es halt einfach cool, wie pur das Ganze ist und wie ehrlich. Und du fühlst alles, wenn du bedenkst, das war ja, dadurch, dass es das einzige Auto für die Massen war, auch das komfortabelste Auto. Und ja, also mit Komfort und irgendwelchen Annehmlichkeiten hat das nichts zu tun und du musst halt da ein bisschen arbeiten. Da ist wahrscheinlich die positivste Überraschung einfach die Schaltbarkeit vom Getriebe, denn wenn man davor Angst hat, muss ich sagen, nö. Also das ist wirklich überhaupt kein Thema. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar schöne Außenaufnahmen, stellen den Tim dahin und dann gucken wir mal, ja, im Fazit, wie wir das so schön zusammenfassen, dieses tolle Fahrgefühl, was wir gerade hatten.
Der Trabant ist natürlich ein richtiges Kultauto. Man liegt vielleicht doch daran, dass in der DDR die Fahrzeugauswahl, sagen wir mal, eingeschränkt war. Und deswegen verbinden das viele einfach mit ihrer Vergangenheit. Gibt es den Unterschied zwischen einem Kaugummi und einem Trabi? Gibt's gar keinen. Wenn du drauf trittst, klebt ein Peter am Schuh. Ist der gut? Denn wenn man in der DDR ja, ein junger Erwachsener war und wollte ein Auto haben, na, hatte ich ja nicht so viele Möglichkeiten. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als erstes Auto oder als einziges Auto überhaupt man definitiv einen Trabant hatte. Und da hat man auch mal so viele Jahre darauf gewartet, dass unser Tim echt überrascht ist. Und deswegen ist es heute Kult, einfach mal so viel damit verbindet. Und wenn man bedenkt, in den 60ern, da war das Ding echt modern. Nur wenn man halt noch mal eine Sekunde drüber nachdenken, was wir hier in Ausstattung hatten und wie das fährt, 1990. Ja, da merkt man halt, der Zahn der Zeit, der hat halt sehr, sehr deutlich am Trabant genagt irgendwo. Aber spaßig ist es auf jeden Fall. Und es ist vielleicht nicht das beste Auto zwischen Montag und Freitag, aber so ein bisschen auf der Nostalgiewelle mitzuschwimmen am Wochenende, da macht das Ganze durchaus Sinn. Das Interessante ist halt nur, das machen jetzt viele. Das bedeutet, vor Jahren war es noch so, dass man ja, so den 1-Euro-Trabi irgendwo gekauft hat. Und die Autos waren einfach günstig. Und inzwischen kostet sowas richtig Geld. Das heißt, selbst die Teilspende kosten inzwischen Geld. Und wenn man halt wirklich schöne haben möchte wie den, dann legt man schon Beträge hin, für die man auch richtig vernünftige, gute Gebrauchtwagen bekommen würde. Und deswegen, ich sag, ja, 3.000, 4.000, 5.000 Euro sind jetzt keine riesen Beträge, aber dafür ist es echt wenig Auto. Deswegen gibt es nur 5 Punkte für die Anschaffung. Beim Unterhalt sehe ich es ein bisschen besser, da gibt es ganze 6. Verbrauch, ja, sei mal dahingestellt. Aber die Teileversorgung, es gibt halt einfach viel, da kommt man noch ganz gut hin und man kann halt auch einfach viel selber machen. Und wir reden jetzt halt nicht von irgendwelchen Riesenbremsen und irgendwas. Von daher ist das ganz positiv und er kriegt 6. Und er kriegt auch 6 Punkte für das Platzangebot. Über 400 Liter Kofferraum in einer 3,50 Meter Limousine. Vorne habe ich ganz gut, weil für dich, Tim, war es nicht so ideal. Nee, also zu zweit, 2 Erwachsene, über 1,80, ist kuschelig. Ja, aber ich muss sagen, für die Größe finde ich das Platzangebot, also für die Größe vom Fahrzeug äußeren, finde ich das Platzangebot schon echt gut. Ein bisschen weniger Punkte gibt es dann halt ja, rund um das Thema Komfort, da gebe ich ihm jetzt 3. Es ist halt schon laut und es ist auch hart und man muss das, also den Komfort bildet man sich eigentlich nur ein. Wir könnten ihm noch 1 Punkt geben, aber es gibt 2 weitere Einbildungspunkte in Mangel an anderen Möglichkeiten. Beim Wiederverkauf gibt es das Ganze 7. Wie gesagt, der Trabantmarkt ist gekommen, einfach weil man so auf diese Nostalgiewelle schwelgen will. Bei Anfang der 90er war es so, alle wollten den Trabant loswerden, weil sie damit ihren Alltag verbunden haben. Und inzwischen sehnt man sich nach diesem Alltag irgendwo zurück. Macht auf jeden Fall 27 Punkte für meinen Kopf. Und kommen wir zum Thema Herz. Das Design ist halt, ja, hat mit Design eigentlich gar nicht mal so viel zu tun. Und es ist halt mehr Kult, als dass man jetzt wirklich irgendwie formschöne Details oder ähnliches erkennen kann. Es ging halt darum, ein Auto für die Massen zu haben. Und er lebt halt mehr von diesem Kult. Ich würde mir 6 Punkte fürs Design geben, außer Tim, du sagst, das geht überhaupt nicht. Nee, das ist okay. Sollst du aber also ein bisschen mitsparen. Für die Zeit damals und für diesen Kult, ja. Und ich gebe ihm sogar 6 Punkte für den Fahrspaß. Das hat natürlich mit Kurvengeschwindigkeit und Beschleunigung nichts zu tun. Du guckst ein bisschen verwundert. Aber hatten wir keinen Spaß gerade? Du fährst doch, in die erste okay, Kurve und ja, du lebst das schon. Und du fährst mit diesem Auto auch schneller, als du es vorher gedacht hast. Wenn du auf den Tag guckst, fährst du auch immer noch nicht schnell. Aber das Fahren ist ein Erlebnis und macht Spaß. Ja. Und das trifft der Fahrspaß ganz gut. Bei der Ausstattung gibt es dann 1 Punkt. Naja, weil ich sehe ja nicht mal, wie viel Sprit drin ist. Oder eine Außentemperatur oder irgendwas, was man damals hätte anzeigen können. Nee, wir haben ja noch nicht mal eine Nebelschlussleuchte. Also rhetorische Frage zum Car Ranger Score. Gibt es auch 0 Punkte? Nein, 1 Punkt ist mindest. Also vielleicht finden wir mal irgendwas, was auch 0 Punkte verdient hat, aber 1 ist eigentlich so die ja, Mindestvoraussetzung, die wir irgendwo haben. Dann hätten wir uns das Thema Klang, da kriegt er jetzt 4 Punkte. Auch da wieder, man muss ja halt dieses Zweitaktergeräusch irgendwo mögen, um ihm überhaupt was abzugeben. Das Auto ist aber grundsätzlich viel zu laut. Reisegeschwindigkeiten 80, 90, es ist einfach nur zu laut und du hast keinen Spaß an dem Klang. Aber alle anderen haben Spaß und grüßen dich. Selbst Motorradfahrer haben uns eben gegrüßt. Und das ist ja so ein richtiger Ritterschlag für ein Auto. Von daher gibt es ganze 9 Punkte für das Image. Bis auf so ein paar, die halt irgendwie was Negatives mit der DDR und damit auch mit dem Trabant verbinden, ist das sehr, sehr positiv besetzt. Macht 26 Punkte für mein Herz. Was bedeutet, das ist immer noch vernünftiger als, ja, als unvernünftig. Was bedeutet, er ist immer noch das, was es ursprünglich sein sollte. Ein Auto für die Massen, um mobil zu sein. Und Summe macht es auf jeden Fall 53 Punkte für den 1990er Trabant 601, den wir uns heute angeschaut haben. Tja, jetzt seid ihr natürlich gefragt, was haltet ihr davon? Und was haltet ihr davon, dass ich so eine Ausstattung im Jahr 1990 noch käuflich erwerben konnte? Ich freue mich schon aufs nächste Video mit euch. Wir sehen uns. Bis dahin, gute Fahrt und ciao.